Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kam das Update 12.61 rein und damit kamen dann nochmal die restlichen Gamefiles zum Live-Event, das ja bereits schon in 4 Tagen und 10 Stunden beginnt. Am Samstag und um 20.05 Uhr ist es schon soweit. Ich bin schon richtig gehypt da drauf und dazu kamen natürlich alle restlichen Gamefiles nochmal in diesem Update. Viele davon sind tatsächlich noch verschlüsselt, allerdings haben wir trotzdem einige, die schon einsehbar sind und da sind auch ein paar sehr, sehr interessante Gamefiles dabei. Die werde ich euch jetzt natürlich alle zeigen. Und außerdem gibt es auch noch ein paar Informationen zu Fortnite Competitive. Wenn ihr natürlich ja keine weiteren Videos mehr zu Fortnite Competitive, zu weiteren Updates zum Live-Event verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werde ich wahrscheinlich jeden Donnerstag oder Freitag wieder beginnen zu streamen. Und dann werden wir natürlich auch am Samstag das Live-Event streamen, ist natürlich klar. Und ich würde sagen, wir beginnen mal direkt mit der ersten Sache, die hatte ich euch auch schon vorhin im Shop-Video gezeigt. Und zwar haben wir kostenlose Items bekommen zum Maya-Skin. Das ist ja dieser Skin, den wir komplett anpassen können. Und da haben wir eben halt einmal den Wüstenrucksack jetzt als Backpack dazu bekommen. Wir hatten ja gestern im Shop auch schon den Gleiter, der eben halt auch die 5 Stile hatte. Und jetzt haben wir eben halt, wie gesagt, einmal den Backpack und dann zusätzlich nochmal eine Spitzhacke bekommen. Das Ganze ist im angepasst Stil, angepasst Set. Also wenn ihr es suchen wollt, könnt ihr da einfach angepasst eingeben. So sieht das Ganze aus. Hier auch eben halt nochmal die 5 Stile. Nichts wirklich Besonderes, aber auf jeden Fall so viel dann dazu. Ich würde sagen, wir kommen als nächstes direkt zu den Skin Leaks und dort haben wir tatsächlich einen Skin, der schon seit einer etwas längeren Zeit tatsächlich bekannt ist. Und zwar sieht das Ganze so aus. Das ist nämlich der Cyclo-Skin und dann natürlich noch sein Backpack dazu. Den Windshear Cloak und das Ganze kennen wir natürlich schon aus der Battle Pass Lobby und zwar, wenn wir dort in den Midas Raum gehen, dann sehen wir da rechts so ein, Armor Stand im Prinzip, wo dann das Ganze immer draufsteht und das ist immer genau der Skin und das ist ja schon seit mehr als einem Monat tatsächlich mittlerweile drin und am Anfang dachten sich ja alle, dass das dieser Gewitter-Skin ist, allerdings sieht dann doch ein bisschen anders aus, auch wenn er schon tatsächlich sehr, sehr viele Ähnlichkeiten hat. Ich hoffe, die Intro-Sequenz gleich zu Ende, aber wobei man es natürlich hier nicht sehen kann, auch gut. Also genau aus dem Sichtwinkel hier kann man sehen, da sieht man den Skin und das ist immer genau der gleiche, der jetzt auch geleakt wurde und auf jeden Fall werden wir den dann wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Tagen bekommen. Ansonsten sind nicht wirklich viele Sachen drin, ist ja auch nur ein kleines Content-Update gewesen. Allerdings haben wir noch ein neues Emote und zwar den Toosie Slide und das Ganze ist, glaube ich, irgendetwas von Drake tatsächlich. Ich kenne mich damit nicht genau aus, aber laut Twitter soll es irgendetwas mit Drake zu tun haben. Das heißt, eventuell werden wir da eine Kooperation bekommen. Vielleicht wird er ein kleines Konzert im Patroyalen-Modus spielen. Ich denke mal, es wird kein großes Konzert wie bei Travis Scott sein, aber vielleicht ein kleines Konzert. Ist auf jeden Fall immer ganz nice. So viel auf jeden Fall dann zu den ganzen Sachen. Allerdings haben wir natürlich auch noch ein paar Dinge, die jetzt geleakt sind. Und da haben wir nämlich einmal das hier, das im Prinzip das Encryptete von einem Skin. Und hier kann man eben halt nur die Transparenz sehen, deshalb sieht das auch so komisch aus, denn man hat eben halt nicht die Farben und deshalb kann man da immer nicht wirklich viel erkennen. Allerdings, wenn man ein Bild von einem ganz bestimmten Skin darüber legt, dann sieht man, das passt schon sehr, sehr genau und eben halt auch wirklich alle Elemente passen genau überein und deshalb ist es doch schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Ingenieurin tatsächlich als Skin reinkommen wird. Ist eben halt noch zurzeit verschlüsselt, allerdings sieht das schon sehr, sehr gut aus. Auch hier mit den Brillen hat es genau diese Umrandung da. Also sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir den Skin dann tatsächlich als Skin bekommen werden. Außerdem haben wir auch noch einen weiteren Skin, beziehungsweise ein weiteres Modell, das wir haben. Könnte auch sein, dass es einfach tatsächlich nur beim Live-Event irgendeine Rolle spielt. Und zwar ist es der Agent Jonesy. Und vielleicht wird er eben halt in den Shop kommen. Alternativ kann er auch ganz einfach nur wie Midas auf der Map rumlaufen. Vielleicht ist er ja ein Gehilfe von Midas oder so. Weiß ich nicht ganz genau. Wir haben auch schon ein paar Audio-Files zum Live-Event. Allerdings kann man da eben halt hauptsächlich nur die Henchman-Geräusche bzw. die Geräusche von Midas oder so hören. Also nichts wirklich Besonderes und dann eben halt noch ein bisschen
das Aufmachgeräusch von den Luken, und das ist ja eigentlich auch schon relativ vielen bekannt. Die blubbern ja auch zurzeit schon in-game. Deshalb muss ich das jetzt, glaube ich, nicht zeigen. Wie gesagt, sind hauptsächlich nur die Geräusche von Henchmans. Ja, nichts wirklich Besonderes. Auf jeden Fall kommen wir dann mal zu einer deutlich besonderen Sache. Und zwar ist das ein Ladebildschirm, der jetzt geleakt wurde. Das Ganze sieht so aus. Und das ist nämlich der Ladebildschirm zum Modus, der reinkommen wird. Hier sehen wir auf jeden Fall einmal den neuen Skin hier auf der Seite. Hinten natürlich das Doomsday Device und dann hier Midas natürlich. Manche sagen auch, dass das da hinten mit diesen zwei kleinen Strichen aussieht wie eine Schlange, aber ich glaube, das hat wirklich überhaupt nichts zu bedeuten. Aber was viel interessanter dabei ist, wenn man nämlich dann im Prinzip das Ganze als richtigen Ladebildschirm zum Live-Event hat, dann heißt das Ganze so mit diesem Schriftzug hier unten: His machine is ready, can the storm be broken? Und das ist tatsächlich relativ interessant, weil da unten ja steht, kann der Sturm gebrochen werden? Und zurzeit gehen ja alle davon aus, dass das Doomsday-Gerät tatsächlich einen Sturm erzeugt, weil es ja irgendetwas mit Regen zu tun hat. Aber jetzt steht anscheinend bei dieser Maschine, ob der Sturm tatsächlich gebrochen werden kann. Und da jetzt eben mal die Frage, hat das dann am Ende überhaupt noch etwas mit Wasser zu tun? Weil wenn das gebrochen wird, dann haben wir ja nicht mehr den Sturm. Und der Sturm ist ja das, was Regen und alles erzeugt. Deshalb irgendwie ein bisschen komisch. Und ich bin echt mal gespannt, was da eben halt mit dem Live-Event passieren wird. Auf jeden Fall ist das Ganze dann auch so viel schon zu diesem Ladebildschirm. Ansonsten bekommen wir natürlich auch heute noch Challenges. Das Ganze wird natürlich wieder um 16 Uhr freigeschaltet, so wie alle anderen Challenges. Und das sind tatsächlich relativ einfache Challenges, werden natürlich hier angezeigt. Und zwar sind das die Stürme, die Agency Challenges. Und das Ganze sieht dann eben halt so hier aus. Das sind die ganzen Challenges. Einmal lande bei der Agency, überlebe Augen des Sturms, öffne eine verschlossene Truhe, eine Fraktion bei Spionagebasen und schwimme über Luken bei der Agency. Die sind ja auch am blubbern, deshalb haben wir wahrscheinlich auch diese Challenge. Vielleicht wird nachher auch noch etwas auf der Karte geupdatet. Zurzeit ist tatsächlich gar nichts geupdatet auf der Karte, was mit dem Live-Event zu tun hat. Aber vielleicht eben halt um 16 Uhr dann nochmal. Und dann müsst ihr noch Handlagen an verschiedenen Unterschlüpfen eliminieren. Also relativ leichte Challenges, wirklich überhaupt nicht schwierig. Ist. Auf jeden Fall ist das dann eigentlich schon soweit zu all den ganzen Sachen. Dann haben wir, wie gesagt, noch ein paar Sachen zu Fortnite Competitive und noch ein paar Clips auf Twitter, die ich euch jetzt zeigen werde. Und zwar ist es einmal hier der Clip. Und dort sehen wir eben halt eine Unterwasser-Animation von dem neuen Skin hier. Und das Ganze sieht so aus, nichts wirklich Besonderes, aber ist eben halt eine Animation, wie man unter Wasser schwimmen kann. Und sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir eben halt ein Unterwasser-Thema bekommen, ist schon sehr, sehr hoch. Nur die Frage ist eben halt mit diesem Can the Storm be Broken? Ist eben halt ein bisschen komisch, aber müssen wir eben halt abwarten, was da mit dem Live-Event passieren wird. Wie gesagt, dauert ja auch wirklich nicht mehr lange und dann die Woche danach ist ja auch schon die neue Season. Wird auf jeden Fall richtig nice die nächsten Wochen. Und dazu haben wir dann natürlich auch noch ein paar Sachen zu Fortnite Competitive. Und zwar scheint es so, dass die Zielhilfe verstärkt wurde, was natürlich alle wollten, Kappa. Weil, wenn man es hier sieht, warte, ich mach mal den Ton aus. Da ist auf jeden Fall Aim ein bisschen drauf. Und das sieht irgendwie schon sehr, sehr krass nach Aimbot aus. Also ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Epic Games hatte ja auch schon letzte Woche geschrieben, dass sie irgendetwas machen wollten mit der Zielhilfe, wollten die irgendetwas verändern. Und jetzt ist irgendwie, ja, jetzt ist irgendwie einfach auch stärker geworden, obwohl das sich eigentlich wirklich keiner gewünscht hat. Weil die ja, das Ding ist, Zielhilfe allein ist ja nicht schlimm, aber dadurch, dass die eben halt die Controller-Spieler weniger Recoil und weniger Blumen haben, alles zusammen ist einfach zu stark. Und das ist ja auch der Grund, warum es zurzeit so viele krass gute Controller-Spieler gibt, wie Lechi, wie Wolfie, die ja immer in allen Turnieren ganz, ganz weit oben sind, alleine aus dem europäischen Raum, natürlich auf allen anderen Regionen gibt es auch super viele. Es gibt Keyboard-Spieler, die tatsächlich auf Controller komplett wechseln, was es vorher sonst auch noch nie gab, weil eigentlich normalerweise immer Controller-Spieler auf PC wechseln und beziehungsweise auf Maus und Keyboard wechseln und nicht Maus und Keyboard Spieler auf Controller. Also irgendwie finde ich das ein bisschen komisch, dass es jetzt nochmal verstärkt wurde. Es ist ja irgendwie auch so, dass viele
Controller-Spieler tatsächlich reinschreiben, dass das Aim Assist im Prinzip gar nicht mehr existiert, obwohl, wenn man einmal das verglichen hat, das wirklich obvious ist, dass einfach Aim Assist viel zu stark ist. Und ich glaube, alle, die sich damit ein bisschen befassen mit dem Thema, die wissen das auch. Und ist auf jeden Fall, glaube ich, auch nicht mehr wirklich schwächer geworden in der Zwischenzeit, obwohl sie es immer angekündigt haben. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr was. Und dann gibt es noch einen relativ interessanten Twitter-Post von Fortnite Competitive. Und zwar, nachdem eben halt die FNCS im Solo-Format beendet wurde, haben die eben halt noch etwas dazu geschrieben, was denn so den nächsten Seasons kommen wird. Und da haben die eben halt einmal da haben wir auf jeden Fall einmal diesen Tweet rausgehauen, und zwar steht hier: FNCS will be solo in Season 3, while Cash Cups return in Trios Format. Und dann in Season 4 wird eben halt Trio als FNCS sein, und Arena wird dann logischerweise natürlich in Season 3 auch Solo und Trio sein. Und es haben ja so viele Leute immer in die Kommentare geschrieben und in Livestream-Chat, warum ich kein Trio suche, und hier ist, und haben dann eben halt immer gefragt, ist doch so safe, oder haben gesagt, es ist so safe, dass FNCS Trio sein wird. Und hier sehen wir es, es ist in Season 3 nicht so, dass FNCS im Trio-Format ist, und ich weiß nicht, warum das jeder einfach geglaubt hat, obwohl es jetzt am Ende nicht so ist. Natürlich sind Cash Cups ein Trio, aber das absolut Interessante ist ja am Ende immer FNCS eher, und natürlich könnte es genauso gut immer gewesen sein, dass auch FNCS vielleicht in Squads ist, Cash Cups in Trios oder whatever. Auf jeden Fall sollte man sich nicht zu sicher über irgendwelche Sachen sein, wenn es nicht bestätigt ist, und das ist manchmal echt nervig, genauso wie sich jetzt alle komplett sicher sind und manchmal von gar nichts anderem ausgehen, dass immer die nächste Season Wasserthema ist. Allerdings muss das tatsächlich nicht sein, wie zum Beispiel jetzt auch mit dem Can the Storm Be Broken. Das ist ja etwas, was eher gegen Wasserthema stimmt, auch wenn es relativ wahrscheinlich tatsächlich ist, dass es ein Wasserthema wird. Allerdings ist es eben halt einfach nicht safe, und da sollte man sich eben halt ganz, ganz bewusst immer sein, dass es nicht unbedingt heißt, nur weil etwas wahrscheinlich ist, dass es dann auch safe ist, oder man muss es nicht dafür verkaufen, dass es safe ist. Und man sollte erst abwarten, was dann die Firma, beziehungsweise in diesem Fall eben halt Fortnite, macht. Und ist auf jeden Fall, finde ich, tatsächlich besser, wenn FNCS in Solo ist. Wir hatten hier dieses Mal nur diese ganz, ganz kurze FNCS, das FNCS Invitational Event. Da hatten ja die meisten nur Chance, sich einmal zu qualifizieren, weil man da eben halt vorher nicht wirklich viel für Solo trainiert hat. Dann konnte man eben halt das auch nicht ganz gut. Und deshalb wollen wir es dann eben halt nochmal als richtige FNCS machen, und wahrscheinlich war es auch der Plan. Aber durch die Verlängerung wollten wir jetzt eben halt für die Überbrückungsphase auch noch eine FNCS raushauen. Deshalb war es eben halt jetzt Solo. Aber auf jeden Fall bin ich schon gespannt drauf, und Cash Cups in Trio wären, denke ich mal, auch richtig nice. Auf jeden Fall waren das dann soweit die ganzen Informationen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare, und dann bis zum nächsten Video. Ciao.